Herzlich willkommen zur achten Lektion der kritischen Begleitung von Glücklich für immer, dem Glaubenskurs der Zeugen Jehovas. Mit dieser Lektion wird versucht, den Zug des Schülers auf ein Gleis zu setzen, welches die Rettung in Gottes Reich umfährt und damit das Ziel verfehlt. Aus meiner Sicht gehört diese Lektion, welche Du kannst Jehovas Freund sein, heißt, zu den traurigsten Kapiteln in diesem ganzen Kurs. Von Jehova wird gleich am Anfang der Gedanke geäußert, dass er hofft, dass man sein Freund sein will. Der junge Mann auf dem Bild verstärkt mit seinem freundlichen Gesicht diesen Gedanken. Es wird nicht darüber nachgedacht, ob diese Vorgabe wirklich stimmt, sondern gleich überlegt, ist eine Freundschaft mit Gott überhaupt möglich? Man soll daraufhin den Psalm 25,14 lesen. Diesen Vers kann man wirklich auch mit Freundschaft übersetzen. Es ist auch wunderbar, dass eine Freundschaft zwischen Mensch und Gott möglich ist. Aber ist das wirklich der Wunsch von Jahwe? Diesem Gedanken wird nicht nachgegangen, sondern gleich gefragt, was kannst du tun, um Jehovas Freund zu werden? Dazu möchte ich Folgendes sagen. Wir haben das Alte Testament und das Neue Testament. Im Alten Testament hat Gott mit seinem Volk Israel einen Bund am Berg Sinai geschlossen. Ich benutze wieder den Bibelserver und habe die Schlachterbibel als Textgrundlage. Wenn es um den Bundesschluss mit dem Volk Israel geht, das steht in 2. Mose 19, 1 bis 6. Ich lese in Vers 1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Dann ist Mose zu Gott gegangen. Der stieg auf dem Berg hinauf und Gott spricht dann mit Mose. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und sie haben darauf auch positiv reagiert. Und dieses hebräische Volk hat nun einen Bund mit Gott. Und sie sollten dadurch auch seine Zeugen sein. Das wird auch in Jesaja 43, Abvers 10 gesagt. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es wenden? So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Dieses Volk konnte sagen, ja, wir sind gerettet worden aus Ägypten. Wir hörten durch Mose die Stimme Gottes. Ja, und wir haben ja auch den Bund mit Gott geschlossen. Wir halten seine Feste. Zum Beispiel auch das Passafest. Wir beschneiden unsere Jungs. Und auch um eine gute Beziehung mit Gott zu haben, opfern wir auch die Tiere, die als Sündopfer stellvertretend für uns Sünder mit ihrem Leben bezahlen. Aber mit dem Aufkommen von Jesus änderte sich alles. Paulus, der jüdische Gelehrte, der selbst aus dem Judentum kam, schreibt dazu, jetzt sind wir im Neuen Testament, im Galaterbrief, Kapitel 4, 4 bis 7. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba, Vater.
So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das Gesetz hier unter das Gesetz getan oder unter dem Gesetz loskaufte, das war die Regel für den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Aber dann hatte Gott eine neue Zeit mit seinem Sohn eingeläutet. Die Menschen sollten durch Jesus befreit werden, um nicht mehr Knechte zu sein, sondern, wie es hier heißt, Söhne. Söhne Gottes. Der Sohn Gottes macht seine Jünger zu Söhnen. Und diese haben den Geist der Sohnschaft, mit denen sie ein anderes Verhältnis zu Gott haben, nämlich ein Kind-Vater-Verhältnis. Wie konnte dies geschehen? Im Abendmahl wird dies deutlich. Bevor Jesus ans Kreuz ging, sagte er Folgendes seinen Jüngern. Und jetzt schauen wir im Lukas-Evangelium zwei Verse an, Lukas 22, 19 und 20. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus spricht von seinem Blut, das für sie vergossen wird. Den Juden braucht man nicht lange zu erklären, wozu dies sein soll. Das Blut eines Opfers war als Zahlungsmittel, um Vergebung der Schuld zu bekommen. Jesus gibt sein Leben für seine Jünger hin. Ausdrücklich sagt der Herr, dass mit diesem Geschehen der neue Bund geschlossen wird. Und wer durch Jesus gerettet wurde und in diesem neuen Bund steht, der soll natürlich auch von den Symbolen nehmen. Also jeder Christ ist aufgefordert, beim Abendmahl teilzunehmen. Diesen Bund schließt Gott nämlich mit allen Jüngern von Jesus. Herr Jesus spricht einmal auch zu den Juden Folgendes, ist auch ganz interessant, in Johannes Kapitel 10, Vers 14 bis 16. Da sagt der Herr Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Wer als Jude den Herrn Jesus als Hirte erwählt hat, der sollte jetzt auch wissen, dass es noch andere Schafe gibt, die eben aus der Völkerwelt stammen. Auch von dort werden Menschen Jesus als Hirten erwählen und dann wird Jesus aus beiden Gruppen eine einzige Herde machen. Es geht also nicht mehr allein um das Volk Israel, wie es vorher war, sondern jetzt geht es darum, dass alle Menschen im Blick Gottes sind. Und diese sollten nun nicht mehr Zeugen Jehovas, sondern Zeugen für Jesus Christus sein. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt nämlich der Herr Jesus auch Folgendes zu seinen Jüngern. Apostelgeschichte Kapitel 1. Da sagt er in Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also das Evangelium geht bis an das Ende der Erde. Die Juden wurden durch Jahwe von der Sklaverei in Ägypten in das gelobte Land gerettet. Und der Herr Jesus hat seinen Jünger von dem ewigen Tod in das Reich Gottes gerettet. Und so wie die Juden damals Zeugen Jehovas oder Jahwe sein sollten, weil sie diese Rettung erfuhren, und da die Jünger von Jesus vom ewigen Tod in das Reich Gottes gerettet wurden, sollten sie eben Zeugen von Jesus sein. Im Alten Testament gab es höchstens die Freundschaft mit Gott. Abraham war ja so ein Mann. Aber im Neuen Bund wird man durch den Glauben an Jesus ein Kind Gottes. Schauen wir uns Johannes 14, Vers 6 an. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also durch Jesus kommt ein Mensch zu Gott, und zwar zu seinem Vater. Und ohne ihn geht das gar nicht.
Und wie das vonstatten gehen kann, das hat auch Johannes aufgeschrieben. Und zwar in seinem ersten Kapitel, Vers 12 und 13, da steht, ich lese von Vers 11, er kam in sein Eigentum, das ist der Herr Jesus, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, wir wissen, sie kreuzigten ihn. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Freunde Gottes zu werden? Nein, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gehen wir wieder in den Kurs. Bei der ganzen Betrachtungsweise ist der Wunsch, nur Jehovas Freund zu werden, nicht wirklich dem Willen Gottes entsprechend und führt am Ziel vorbei. Ich denke, das konnte ich erläutern. Auch die Hinführung zur Freundschaft ist völlig unchristlich. Der Schüler wird aufgefordert, sich für die Freundschaft einzusetzen. Das heißt, er soll das Ziel haben, Gott näher zu kommen. Er soll fleißig in der Bibel lesen. Er soll seine Sorgen auf Jehova werfen. Und er soll darauf hoffen, dass Jehova für seine Freunde da ist. Im dritten Abschnitt wird auch noch erwartet, dass man Jehova gegenüber aufrichtig ist. Und das, was in Jehovas Augen als schlecht anzusehen ist, auch meidet. Wer ein Freund von Jehova sein möchte, der soll sich nach den Maßstäben Jehovas ausrichten und sein Bestes geben, um ihm zu gefallen. Das ist also der Weg, den Jehovas Zeugen ihren Schülern vorstellen. Kommen wir zur nächsten Seite, beim Absatz 4. Da Gott gar nicht möchte, dass wir heute nur ein Freund sein sollen, überspringe ich diesen Absatz. Wir sehen hier auch nur, dass etwas vom alttestamentlichen Abraham gesprochen wird. Da war der Herr Jesus ja auch noch gar nicht da. Jedoch sollten wir uns Absatz 5 etwas näher ansehen. Was wünscht sich Jehova von seinen Freunden, so heißt es hier? Und wir werden den ersten Johannesbrief, Kapitel 5, einmal im Zusammenhang lesen und darüber nachdenken, wo Jehova eine Freundschaft mit seinen Gläubigen anstrebt. Ich meine im Bibeltext. Hier sind wir in Johannes 5, 1 bis 5 und ich habe es farbig in dieser Weise markiert, dass die Voraussetzungen sind gelb und die Folgen sind grün. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir sehen hier sehr deutlich, dass es um Gottes Kindschaft geht und um eine Geburt aus Gott. Aus Gott geboren, ja, wieder aus Gott geboren. Und die Voraussetzung, dass man aus Gott geboren wird, ist, an Jesus zu glauben. Der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, es geht hier also um den Glauben an Jesus. Wie das geschieht, das habe ich ja gerade in Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13 gesagt. Und woran erkennt der Mensch, dass dieses geschehen ist? Wir erkennen dies an zwei Dingen, die selbstverständlich man dann auch tut, nämlich einmal, dass man die Kinder Gottes liebt und auch die Gebote Gottes halten möchte. Das sind aber Folgen von dem, was schon geschehen ist. Es ist geschehen, dass derjenige glaubt, dass Jesus der Christus ist und es ist geschehen, dass er die Geburt aus Gott erlebt hat, dass er ein Gotteskind geworden ist
Und danach geschieht Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitbrüdern und auch Liebe zum Gebot Gottes. Wenn ich aus Gott geboren bin, dann überwinde ich die Welt. Und wer die Welt überwindet, ist derjenige, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir sehen hier den Anfang und dann die Folge. Die Grundlage und die Folge. Was wird aber im Kurs gesagt? Es wird gesagt, dass Jehova etwas von seinen Freunden erwartet. Was erwartet Jehova von seinen Freunden? Jehovas Gebote halten, dann müssen wir vielleicht unser Verhalten ändern, etwas an unserer Persönlichkeit arbeiten. Hier sind die Voraussetzungen, die eigenen guten Taten, um Gott näher zu kommen. Im Bibeltext sind dies, wie wir wissen, aber die Folgen eines Menschen, der schon Gott durch die Kindschaft ganz nahe gekommen ist. Das ist so ein Unterschied wie bei einem toten und lebendigen Baum. Der lebendige Baum, der bringt, weil er eben lebendig ist, Früchte. Der tote Baum kommt aber nicht zum Leben, wenn man Früchte an seine Äste hängt. Leben kommt vor dem Tun. Zuerst muss man leben. Und das Tun ist die Folge des Lebens. Und hier in dem Kurs wird es direkt auf den Kopf gestellt. Schauen wir weiter. In Abschnitt 6, das Video ist wirklich sehr ergreifend von dieser Frau, die hier bei Jehovas Zeugen eine Heimat gefunden hat. Sie hat wirklich eine schlimme Vergangenheit und ist sehr schön, dass sie Gemeinschaft erlebt. Aber dieses Erleben ist kein Beweis, dass alles stimmt. Wir müssen uns von der Bibel her selbst leiten lassen. Ich weiß auch nicht, warum gerade ein Video von Kindesmissbrauch hier veröffentlicht wurde, da ja gerade die Leitung der Wachturmgesellschaft nachweislich nicht wirklich bei der Aufklärung in ihren eigenen Reihen ausreichend hilft. Quellen sind in der Videobeschreibung zu finden. Weiter hier im Kurs. Wen meint denn Gott in Jesaja 41, 10 und 13? Ist das ein Wort an alle Glaubenden? Jesaja 41, ich lese von Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählte, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und weiter heißt es, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Also deutlich wird hier, dass Jahwe, hier Herr groß geschrieben, dass Jahwe diese Worte an sein Volk Israel gerichtet hat. Dass Gott nicht auch so zu den Jüngern Jesu ist, steht außer Frage. Aber wenn ich schon mit Bibelstellen argumentiere, dann sollten diese Bibelstellen doch auch treffen. Und viel treffender sind zum Beispiel Stellen, wie der Herr Jesus zum Beispiel sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder ich gebe ihnen das ewige Leben, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das sagt auch der Herr Jesus über seinen Jünger. Solche Bibelstellen passen viel besser für die Menschen, die heute sich den Glauben an Gott zuwenden.
Wir sehen hier auch den Absatz, manche sagen, ich kann mir eine Freundschaft mit Gott nicht vorstellen. Mit welcher Bibelstelle würdest du erklären, dass eine Freundschaft mit Jehova möglich ist? Ich würde heute eine Gegenfrage stellen. Mit welcher Bibelstelle würdest du begründen, dass Gott heute Freunde Gottes statt Kinder Gottes will? Zum Fazit: Jehova will dir helfen, dass du sein Freund wirst. Dies ist so, wie wenn ein verliebter Mann zu seiner Geliebten sagt: Ich will, dass du mit mir eine Freundschaft pflegst. Oder dass du meine Schwester wirst. Eine Schwester zu sein ist ja nichts Schlimmes. Aber sie steht in einem anderen Verhältnis zu ihrem Geliebten. Sie ist nie seine Frau. So auch ein Freund Gottes. Er ist nie Kind bzw. Sohn Gottes. Er ist nicht in Gottes Familie. Da man nur Freund Gottes werden soll, ist es von der Wachturmgesellschaft nur konsequent, Jesus Christus mit keinem Wort hier zu erwähnen. Denn dieser ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zu Gott dem Vater als nur durch ihn. Und das ist von der Wachturmgesellschaft nicht gewollt. Im November 2020 habe ich 2 Impulsvideos gemacht, welche das Evangelium sowie den rettenden Glauben der ersten Christen vorstellt. Die Bildqualität ist zwar nicht besonders gut, aber an den Aussagen hat sich nichts geändert. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.